Hallo und herzlich willkommen zu SkyWiz Minecraft Survival Folge 559. Letztes Mal sind wir immer im Kreis gefahren, jetzt machen wir das mal ein bisschen anders. Und zwar fahren wir jetzt immer vom Roten weg. Der auch immer kommen, wahrscheinlich zum Nullpunkt, so wie es aussieht. Jetzt gerade. Da sieht es alles so verschneit aus. Nehmen wir jetzt einfach an, dass hier wieder ein Meer kommt. Demnächst. Vielleicht sehen wir von hier etwas. Aha, ich sehe es. Nachtsicht haben wir noch, gut. Das sieht aber auch nach alter generierter Welt aus. Was geht hinten? Dort ist eins. Okay, wie weit weg ist das? Das könnte man fast schon unterirdisch schauen, von unten her. Ohne Wasser. Das ist das eingebaut. Gehen wir schauen. Koordinaten. Wo sind sie? Irgendwo oben links. Ich sehe Haufen. Sieht nicht. Was macht der da schon? Du? So. Tag. So, gut, Koordinaten, die sind dort, minus 837, 64, 263, ja, das ist noch im normalen Bereich, würde ich sagen, ist glaube ich nicht so weit weg, vor allem nicht so weit weg von null. Wie können wir uns das merken? Keine Ahnung. Machen wir ein paar Fackeln her. Gut. So, jetzt fehlen halt die Ambientgeräusche. Ist so leislig. Ist so unnatürlich leislig. Also zwei. Da ist eins. Jetzt habe ich gerade noch eins gesehen unter Wasser. Was außer das da? Okay. Das haben wir vor der Nase. Lassen wir das mal hier aussteigen.
Ja, dort hinten hat es noch eins. Ich glaube, die habe ich auch schon gesehen, die zwei. Jetzt muss ich mal die Koordinaten aufschreiben hier. Minus 869. Ozean Monument. Schreiben wir das mal auf. Ozean Monument. Minus 869, Komma, Komma, 302. Natürlich interessiert uns ja nicht. Gut. Du hast eine Blueberry. Irgendwo. Haben wir Blöcke? Nicht wirklich. Nicht. Holz kann man immer brauchen. Gehen wir doch ein bisschen näher hier. Jetzt sehe ich natürlich nicht drunter. So sehe ich drunter. Ja, ist schon recht tief hier. Und dort hinten. Oh. Also die spawnen ja hier. Innen ist ja immer voll Wasser. Wegen dem Abbau-Ding müsste ich eigentlich zuerst die äußeren erreichen. Die haben durch die Guardians sind aber richtig stark. Das Ganze steht auf Stelzen. Da hat auch kleine Räume drin. Drei. Sie haben mit drei Sandblöcke überbauen und dann die Mitte durcheinander. Könnte man mal probieren. Also die Idee ist mir gerade jetzt gekommen. Sand hat es hier. Wo müssen wir hin? Spielt echt nicht so eine Rolle. Ich würde mal sagen, zuerst mal bauen wir hier die Inseln ab oder so. Ah ja. Es geht ja nicht ganz weg, sondern es geht einfach extrem langsam, habe ich gehört. Besonders wenn der erste Riss kommt. Ja. Scheint so zu sein. Ja, gut. Also. Ich glaube, wir bauen einfach nur die ganze Insel ab. Wenn wir zu oben stehen. Schaufeln. Ist ein bisschen schneller gehen. Gut. Tipptopp. Dann können wir heute den Shader aktivieren hier. So. Shaders. Projekt Luma.
Den Schokapick habe ich noch nie eingestellt und die anderen habe ich noch nicht genau angeschaut. Vielleicht kann man die Standards sein, PTG und so, was da frei verfügbar ist. Vielleicht kann man die auch so einstellen, was einigermaßen läuft auf meiner Hardware, vielleicht. Aber das habe ich noch nicht getestet. Gut, das sieht schon mal recht gut aus. Und das tut nicht so gut. Ich glaube, die greifen nicht mehr an, sondern irgendetwas anderes. Ja, dort. Das gehört mir aber gut. Gut, Sichtweite dürften wir wieder ein bisschen einschränken. Karte für FPS haben wir. 20, 17, 18. Nein, nicht du. Renderdistanz. Dann mal auf 10. Ist der auch länger, um das ganze Tempo drin zu haben. Ja. 40 FPS. Ja, das lenkt. So. Gut. Die Bäume hier müssen weg. Und das Abbau-Ding muss auch weg. Hochklettern, glaube ich, ein bisschen. Kuh wäre nicht schlecht oben. Ups. Ah, da kann man ja auch noch ein bisschen hochklettern. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Momentan. Wir raus, glaub's. Dunkel wird's auch langsam. Strahlung im Winkel. Jetzt noch große. Oh, mit Sprungbrett. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein bisschen springen muss man, sonst geht man hier auf den Steinblock. Sehe ich das für Setzling? Dark Oak. Naja, haben wir glaube ich auch schon. Was ein Fight ist, Bambus. Gut, gerade schlafen. Äpfel, ja, genau. Das ist jetzt das, was ich jetzt auch gerade bräuchte, aber keinen daheim habe. Voll, was schmeißen wir weg? Das kommt zu denen.
Nächster Baum. Kiste. Kiste. Für das brauchen wir natürlich zuerst eine Werkbank. Kiste. Ich soll sie weggeholfen. Ja. Kiste. Hat das Ding mitgenommen? Nein, hä? Naja, wenn die etwas gemeinsam gefunden. Ah, oh, jetzt sehen wir nicht einmal, wie wir ihn getroffen haben. Na gut. So, da jetzt noch so einen Baum. Ich glaube, das sind ja die zwei, die ich gemeint habe, wo sie in der Nähe sollten waren. Ich glaube, die sind nicht so weit weg. Gut, kein Baum mehr auf dieser Höhe. Nehmen wir die Höhe weg. Nächste Stufe. Jetzt haben wir das Zeug runterzügeln. Nächste Stufe. Noch langsam steigen. Wir machen das so. Das Bett nehmen wir mit.
Wenn wir es finden. Jetzt mit drin. Ja, wir haben es. Gut. So, ich muss es doch vorzeitig beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss zusammen.